Hallo, hier ist wieder Kip, Kip Supernova. Das Splatfest ist vorbei und die Pilze haben gewonnen. Glückwunsch an die Pilze, an die Killerpilze. Ah nein, das war ja etwas anderes. Naja, ist auch egal. Jedenfalls GG an das Team mit den wenigsten Teilnehmern. Glückwunsch, Glückwunsch. Schulden sind Ehrenschulden. Deswegen warte ich jetzt erstmal ab, was ich so an bösen Witzen bekomme und entscheide dann, ob ich sie vorlese oder vorlesen lasse. Weil ich habe einen IQ von 210 und ich lasse gerne die Drecksarbeit jemand anders machen. Wozu hat man seine Roboter? Noch etwas. Ich habe mir geschworen, sollte mir irgendwann Splatoon keinen Spaß mehr machen oder es mich nur noch aggressiv machen, werde ich es nicht mehr spielen. Ich habe mir aber auch geschworen, Splatoon immer zu spielen. Also werde ich in Zukunft diese ganze Wettbewerbemacherei und Quatschmacherei einfach bleiben lassen und Splatoon nur noch zum Spaß spielen und einfach nur Spaß haben wollen. Denn wenn man mit jemandem nicht mehr gut klarkommt, dann trennt man sich ja auch, oder? Und ich werde mich nicht trennen, das will ich nicht. Das ist soweit von mir. Ich warte jetzt einfach ab, was an sogenannten bösen Witzen kommt und verabschiede mich. Mit den Worten, bleibt gesund, bleibt neugierig und wir sehen uns. Übrigens hasse ich South Park. Aber danke für das offiziell erste Kip Supernova Meme.